Es ist so wichtig, dass man Kinder ganz früh schon an die Natur ranführt. Und dann haben sie auch ein Hochbeet, was in der Nähe vom Kavalierhaus steht, haben sie betreut mit Erdbeeren. Die Kita Otti 1 hier in Cottbus erhält heute einen neuen Namen. Fürst Pückler heißt sie ab sofort. Ich frage erstmal Sie als Gräfin, stolz, das Ganze jetzt begleiten zu können? Natürlich, darum bin ich ja hier. Und sie haben das reizend gefunden, vor allem die kleine Vorführung der Kinder mit schon Blumen und Gießen und Singen. Und es ist so wichtig, dass man Kinder ganz früh schon an die Natur ranführt. Ich bin ja selber Mutter und jetzt Großmutter, habe zwei Enkel und werde das auch bei denen praktizieren. Und wir sitzen natürlich an der Quelle mit diesem Namen und umso mehr fühlen wir uns geehrt und freuen uns, dass das hier jetzt fürs Pückler Kindergarten heißt. Ich wollte gerade fragen, was beinhaltet denn das Arrangement? Also werden die Kinder mehr mit dem Pückler Park auch konfrontiert und vielleicht Projekte erleben? Wie sieht es da aktuell aus? Ja, es ist, glaube ich, andersrum gelaufen. Die waren schon sehr intensiv im Park. Die haben sich schon gekümmert und auch beraten, die Leitung jedenfalls, was die Anlage des Kinderspielplatzes betrifft. Und dann haben sie auch ein Hochbeet, was in der Nähe vom Kavalierhaus steht, haben sie betreut mit Erdbeeren. Ich habe gerade in meiner Rede gesagt, ich habe es gesehen, bewundert und keine Erdbeere stibitzt, weil ich wusste, das kriegen die Kinder vom Fröbel-Kindergarten, der jetzt Fürstpückler heißt. Was wünschen Sie der Kita in den kommenden Jahren? Dass sie weiter so entzückende Betreuer haben wie jetzt. Frau Zimmermann war das, die mit der Gitarre die tollsten Lieder mit den Kindern gesungen hat. Und dass sie eben auch oft in den Park gehen und ich habe gesagt, wenn ich da bin, komme ich dazu und da wirklich auch die Liebe zur Natur mitnehmen.